Das Blöde ist mit, wenn, wir sollten tatsächlich aufpassen auf sie, weil mit 200 wird die tatsächlich dann, also wenn die tatsächlich 200 hat, das müssen wir jetzt echt aufpassen, dass die da jetzt nicht reinläuft. Disarmed. Gut. Weil mit 200, wenn die 200 Stress anreicht, dann stirbt die. Wir haben allerdings auch noch kein Geld in sie investiert, deswegen können wir auch einfach sagen, wir gehen da jetzt rein. So, Black Grenade einfach mal hier hinten auf die Beine drauf. Immer gut. Das heißt, die werden sich direkt schon mal selber verletzen. Das war Gott sei Dank kein Crit. No, no, please. Ja, so, Judgment. Erstmal, wir schauen mal, dass wir irgendwie... Oh ja, damit wird er in der nächsten Runde sterben. Da müssen wir schauen, dass wir den gleich auch auf dem Sterben bringen. Noch mehr Schaden. Bump in the Night. Bump in the... Oh. Ja, Bump in the Night ist okay. Servus, Koksbaron. Das ist Darkest Dungeon. Was? Markt? Ach nein, du sollst dich... Oh, sollst dich nicht als Ziel opfern. Darkest Dungeon ist so ein Roguelike quasi so mit Permadeath-System. Wir schauen mal hier. Ah, 13 Schaden haben wir direkt mal einen komplett vernichtet. Smite haben wir hier leider einen Schaden zu wenig gemacht. Deswegen rächt er sich jetzt mit einem 9 Schaden. Bist du blöd? Nur weil ich dir 9 Schaden gegeben habe, heißt es nicht, dass du mir 9 Schaden zurückgeben musst. Das ist nicht okay. Ach ja. Gut. Wir schauen jetzt mal, dass wir hier auf dem hier Dishonored Blast anwenden. Ah, leider hat er einen Stun resisted. Das ist sehr, sehr schade. Wir müssen jetzt unbedingt ihn heilen, damit er jetzt hier nicht an auch noch Death's Door ankommt. Death's Door ist sehr, sehr schlecht. Ein Crit. Bist du deppert. Ja, das kommt, Crits kommen natürlich immer in dem Moment, wo man sie am wenigsten brauchen kann. Deswegen kommen sie jetzt. Au, und natürlich ein Miss kommt jetzt. Bitte lass uns drankommen, bevor der hier dran kommt. Natürlich kommt er nochmal dran. Darf also nochmal Schaden machen. Ah, ich ärgere mich so. So, Smite. Ja, wir können Zealous Accusation. Wunderbar. Damit haben wir alle ausgeschaltet. Wir können jetzt hier noch die Heirloom Chest aufmachen. Hidden Compartment. Yours for the taking. Deed und Büsten. So. Jetzt haben wir das Problem, dass sie hier 188 Stress hat. Und wir noch einen Raumkampf vor uns haben. Ja, ich glaube, wir müssen abbrechen. Wir gehen noch hier so hin. Gehen noch hier zu dem Rucksack. Schauen noch den, ob den Loot. Ja, ist okay. Okay. Wir gehen jetzt noch bis da vorne hin. Schauen, dass keiner noch mehr irgendwie krass mehr Stress hat. Ja. Okay. Aufmunternde Worte und 300 Gold. Ja. Ja, gut. Bevor die jetzt alle komplett durchdrehen, werden wir sagen, Abandon Quest und yes, Retreat. Problem ist, potenziell wird unser Vestal jetzt am Stress sterben. Genau, aber das Schöne ist, wenn wir halt fliehen, dann bekommen wir die ganzen Sachen. Wir bekommen jetzt halt die Quest Rewards nicht. Das heißt, die auch die drei Deeds bekommen wir nicht, aber wir haben ja zwei selber gesammelt. Von daher ist es verkraftbarer. Ja, den können wir, glaube ich, auch vergessen. Kalmette, das ist auch voll mit Stress. Den Angier können wir eventuell... Ja, der ist auch bei 100 Stress angekommen. Belcords, die können wir vielleicht noch retten. Bei ihr haben wir wenigstens jetzt mal 5% Virtue Chance. Und die will aber nur noch... Die darf nicht mehr in, die darf nicht mehr ins Brothel, also die darf nicht mehr ins Bordell. Ihr Stress wurde auf 100 gecapped wenigstens. Das heißt, wenigstens etwas, genau. Schön. Ja, das hat richtig schlecht funktioniert. Also es hat schon angefangen, dass wir halt tatsächlich gesagt haben, dass wir vergessen haben, hier die Schaufel mitzubringen.
Ah ja, okay. Ongi. Der hat. Ja. Die kann man halt jetzt vergessen. Gut. Dismiss. Tschüss. Das sind jetzt mal die Anserei. Ja. Ja. Ja, wir schmeißen sie noch nicht raus, weil sie hat eigentlich die ganzen Heilfähigkeiten, die wir haben wollen. Und die anderen müssen wir teilweise deswegen noch lange. Müssen wir tatsächlich irgendwie warten. So, aber den Leper, den sollten wir auch vergessen. Wir schauen jetzt mal einfach, nee, nicht in die Taverne, sondern hier. Hier in den Stagecoach, wen wir denn jetzt Neues da haben. Wir haben einen neuen Crusader, dann könnten wir unseren alten tatsächlich ersetzen. Und wir haben einen Vessel, damit wir auch hier unsere Anserei ersetzen könnten. Die hat auch Party Heal und Divine Heal, das heißt, das ist schon mal ganz gut. Die hat aber einen Love Interest. Das heißt, die wird nur ins Bordell gehen, um sich zu heilen. Und sie ist mit dem Paranormalen fasziniert, obsessiert. Obsessiert? Ich weiß gar nicht, was das richtige Adjektiv dafür ist. Gut, dann aber die nehmen wir, die Bertran. Die ist eigentlich ganz gut. Und genau. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo dran steht, dass es eine Frau ist. Ich glaube, es sagt, der Erzähler sagt das irgendwann mal. So. Genau, den Crusader, den können wir jetzt mitnehmen. Um mal ein bisschen auf der Crew zu saden. Der hat jetzt hier Battle Heal, was ja auch ganz praktisch ist. Und Holy Lance. Also, Battle Heal gibt ein 2 von 2 Heal. Das heißt, auf jeden Fall garantiert 2 Heal. Was jetzt nicht das Schlechteste ist. Das kann ja teilweise der Healer nicht besser. Und Holy Lance, was tatsächlich ganz gut ist, wenn man mal nach hinten geschoben wurde. Genau, deswegen den Bolam, den nehmen wir mit. So. Bertran hat auch schon die richtige Kleidung an. So, unser Roster ist full, aber wir wollen ja hier die hier loswerden, die Anserei. Weg damit. Und ich würde einfach mal sagen, wir nehmen hier den Azor mit. Das ist ganz witzig. Ich glaube, den könnten wir tatsächlich komplett zum Buffen machen. Also zum Buffen und Debuffen. Wenn wir mal Bolster haben, können wir Dodge und Speed drauf geben. Command gibt hier Accuracy und Crit. Retribution ist nicht so gut. Aber den Defender und das Bellow. Das wäre tatsächlich eine interessante Mischung. Nur auf Buff und Debuff gehen. Und eigentlich dann hauptsächlich dafür da sein, dass man andere schützt. Das wäre tatsächlich witzig. Wir hatten der Kue, der hat Bolster schon. Das hat er doch schon. Ja, okay, dann müsste ich für beide gleich viel ausgeben. Aber der Man at Arms, der hört sich ganz gut an. Wir können auch wir hätten auch jetzt hier diesen Bertrand nehmen können. Der hat tatsächlich 2 positive Quirks, was besser ist als manche anderen. Das Problem ist, dass nicht alle mit ihm in der Party kooperieren würden. Ja, aber ansonsten hat er nämlich interessante Sachen. Hat hier zum Beispiel, halt in seiner menschlichen Form hat er hier irgendwie Bile und Absolution und Manacles. Und als Beast hat er diese 3 Skills. Also. Und mit dem ersten Skill kann man sich wechseln, verwandeln. Ach, er ist quasi ein menschlicher Transformer. Ja. Und dadurch, dass wir jetzt was Positives an der letzten Quest, auch wenn wir jetzt die abbrechen mussten, wir haben jetzt zwar ein paar Leute verloren, also, aber da wir kein Geld in sie investiert haben, ist es relativ wurscht. So, genau. Wir haben jetzt außerdem noch das Sanitarium vorgeschaltet. Das heißt, falls wir irgendwie einen Helden haben, den wir ziemlich geil finden, dann können wir ja sagen so, hey, du, ich will hier einen von deinen negativen Quirks frei machen, weil das geht nicht. Genau. Und zum Beispiel hier könnten wir sagen, hier Dismas. Ich will, dass hier entweder den Gambler oder Known Cheat. Known Cheat ist in diesem Fall gar nicht so schlimm, weil er darf halt nur nicht zocken.
Aber Gambler ist schlimm, weil er, wenn er nur zocken darf, quasi, das ist sehr unpraktisch. So, wir können jetzt auch noch sagen, wir würden das gerne ein bisschen vergünstigen, also um 150 günstiger. Und halt ein paar Büsten und ein paar Schilder verwenden. Das Problem ist eigentlich, wollten wir die Schilder aufbewahren für, ja, hier Dings. Damit wir mal hier Blacksmith und Guild freischalten können. Genau, wir können jetzt aktuell noch gar nichts freischalten. Also weder das eine noch das andere, glaube ich. Wir könnten das Skilltraining reduzieren. Hm. Ja. Nee. Dann warten wir doch mal, ob wir den Instructory Mastery bekommen. Und genau. Ach ja, Koksbaron, ist denn damit deine Frage auch beantwortet? Oder hast du noch eine... Oder ist nicht beantwortet? Du hast irgendwie nämlich nichts mehr geantwortet. Ist mir gerade so aufgefallen. Ne? Fällt mir ja auf, wenn ihr nicht mehr antwortet. So, und die... Genau, die hat... Achso, warte. Achso, nee, die Belcourt. Belcourt, die will eh nur beten. Hm. 77 Stress. Normalerweise, wir würden sie eigentlich nur behalten, weil ich ihre Skills ganz geil finde. Also Plague Grenade und Noxious Blast ist eigentlich ziemlich cool. Ich mag ja noch ganz gerne Incision und die Disorienting Blast oder das ist auch die Battlefield Medicine, die ziemlich praktisch ist. Damit kann sie nämlich halt auch Blight und Bleed curen. Auch bei anderen, das ist sehr geil. Das lohnt sich total. Und weil das kann zum Beispiel der Vestal halt nicht. Deswegen, sie, in Kombination halt mit dem Vestal und dem Battlefield Medicine kann man halt ziemlich viel Schaden abhalten. Das ist sehr geil. So, huh. Ja, wir warten einfach. Ne, wir lassen sie einfach mal. Sie hat ja eh 77 Stress. Das heißt, beim Beten. Das ist Transept, ne? Nee. Das kostet 1050. Ja, komm. Wir investieren das jetzt noch in sie. Ne? Prinzipiell ist sie ja schon gut. Hat ein paar gute Skills. Und wenn wir jetzt noch mit 1000 oder 2000. Na, sagen wir mal mit 1000 hier noch Battlefield Medicine freischalten. Da und halt zum Beispiel hier dieses DC hier loswerden. Dann wird sie halt nochmal wertvoller und dann gut. Das heißt, ich finde, wir investiere da nochmal Geld in sie. So, aber jetzt labern wir nicht mehr viel weiter, sondern gehen wir endlich mal. Gehen mal endlich jetzt in ein Dungeon und reden nicht nur ganze Zeit darüber. Genau, wir gehen auch. Hm. Alles ist irgendwie auf Room Battles. Das heißt, eh wurscht. Dann kann man schauen. Hier. Hm. Mhm, also das ist ein interessantes Ding. Plague Doctor Only. Disease Resist. Okay, dann gehen wir hier hin, weil es gibt dies. Und einmal dieses Diseased Herb, was unserem Plague Doctor tatsächlich nur positive Sachen gibt. Und das hört sich doch total gut an. Genau, ist außerdem ein kurzer Dungeon. Dann gehen wir doch da mal rein. So, wir nehmen mit den Azor, glaube ich. Den, ja, der ist ja... So, als Frontmann, dann den Bolan, der kann ein bisschen heilen. Und halt hier mit Smite und Zealous Accusation und der Holy Lance. Ziemlich gut zu lang. Bertran kann von hinten heilen. Wir müssen nur noch schauen, wen noch mitnehmen. Hm. Wir hätten ja auch zwar hier zwischen. Hier könnten Fontemai mitnehmen. Damit wir zwei Healer haben. Ja, wir nehmen mal. Oder? Ja, weil sie kann auch ein bisschen Schaden machen. Ja, dann nehmen wir hier noch zwei Healer mit. Okay, und anscheinend, als hätte ich mich geirrt, nicht jede Kombination hat Namen, nur bestimmte Sachen. Also es wäre auch witzig, wenn wir jetzt irgendwie vier Man-at-Arms halt mitgenommen hätten, dann ist es halt, glaub, ist halt, heißt die Kombi Man-at-Work. So. Genau, diesmal eine Schaufel. Wir nehmen auch wieder 12 mit. Wir nehmen 12 Essen mit. Beim letzten Mal hat sich das eigentlich gar nicht gelohnt. Wir haben kein Essen gebraucht. Zwei Schlüssel mit. Gut, also wir haben Essen, wir haben Schlüssel und wir haben die Schaufeln. Die sind wichtig. Hm. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Ich glaube.